Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe, wie ihr seht, heute eine Produktpräsentation für euch und zwar habe ich Post bekommen von der Firma Laura Aletta und zwar haben sie mir ein paar Sachen zukommen lassen. Ich kannte die Firma vorher auch gar nicht, deswegen bin ich selbst auch sehr gespannt. In diesem Video zeige ich euch eigentlich nur die Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise auch die Covergele und trage sie auch mit euch auf. Und es wird dann nochmal ein Fazitvideo geben und zwar werde ich die Modellagegele etc. werde ich natürlich auch testen und dann wird es nochmal ein Fazitvideo geben. Jetzt geht es eigentlich nur um die Firma an sich, um die Produkte, die ich bekommen habe und ich würde sagen, wir starten dann einfach mal ganz klassisch und zwar mit ein paar Infos zu der Firma selber, das finde ich immer ganz wichtig. Und zwar die Firma Laura Aletta Fashion ist entstanden vor ungefähr 20 Jahren als Großhandel für Damen- und Oberbekleidung. Und vor circa 12 Jahren hat die Firma angefangen, Nailprodukte zu verkaufen und seitdem sind sie auch auf dem Markt. Link zum Shop packe ich euch natürlich unten in die Infobox und ein kleiner Geheimtipp, die Preise sind wirklich super. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Infobox. Die Produkte werden in Europa hergestellt. Sie sind alle geprüft, zertifiziert und für Deutschland und Europa zugelassen. Finde ich immer ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Und ihr könnt in dem Shop auch ohne Gewerbeschein einkaufen. Und wie gesagt, die Preise sind einfach super, da gibt's gar nichts. Wie gesagt, ihr seht ja hier schon das erste Produkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Packaging super, super schön. Das ist jetzt quasi ein Cleaner in der Duftrichtung Strawberry. Riecht sehr angenehm nach Erdbeere. Strawberry? Ja, Strawberry ist Strawberry ist Erdbeere. Riecht sehr, sehr angenehm. Nicht so künstlich, leicht dezent. Finde ich super schön. Wie gesagt, das wäre der erste Cleaner. Dann haben wir noch einen Cleaner in Kirsche. Der kommt in dieser Verpackung hier. Finde ich auch recht schön mit den goldenen Lettern. Dieser ist ein bisschen strenger vom Geruch her. Also gut, ich persönlich mag keine Kirsche, aber er erfüllt seinen Zweck. Ich habe schon mal 2-3 Nägel damit gecleanert. Also er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Dann, was mich super gefreut hat, war Nagelöle. Ich liebe Nagelöle und ich liebe Nagelöle, die ja nicht so aufdringlich und penetrant riechen. Und da hat natürlich Laura Aletta einige von. Ich habe jetzt hier mal 6 Stück und zwar in verschiedenen Duftrichtungen. Da ich ja ein absoluter, wie ihr seht, Schwarz-Fan bin, finde ich das Packaging natürlich super geil. Also ihr habt hier quasi jeweils 5 Milliliter. Das ist jetzt die Duftrichtung Erdbeere. Hier hinten auch richtig schön alles, was drin ist, schön aufgelistet, finde ich super. Gefällt mir persönlich sehr gut, dass man es auch richtig alles lesen kann. Sie sind nicht sehr aufdringlich, sie sind angenehm vom Geruch her. Wie gesagt, wir haben hier einmal die Duftrichtung Erdbeere. Und dann haben wir, was ich ganz kurios fand, die Duftrichtung Kiwi. Auch sehr angenehm vom Duft her und nicht ganz so künstlich, wie ich das mir eigentlich gedacht hätte. Dann, was auch sehr, sehr toll ist, die Duftrichtung Mango. Ihr seht immer dementsprechend eingefärbt, auch richtig toll. Dann haben wir die Duftrichtung Himbeere. Auch hier wieder dementsprechend in der Farbe eingefärbt. Hinten auch wieder alle Informationen drauf. Sehr, sehr schön. Dann haben wir, es gibt ja viele, die mögen zum Beispiel Kokosnuss nicht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Kokosnuss-Nagelöl. Aber dieses Nagelöl hat nicht diesen penetranten, künstlichen Kokosnussgeruch. Sehr dezent, also auch für jemanden, der Kokosnuss mag, ist es ein sehr dezenter Duft, aber sehr, sehr angenehm. Und was mich extrem überrascht hat, muss ich euch ganz ehrlich sagen, war hier das Lemon. Und zwar, ich habe schon Duftöle gehabt, beziehungsweise Nagelöle gehabt, in der Duftrichtung Lemon, weil ich was Frisches wollte und die haben so extrem nach Klostein gerochen, wo ich mir gedacht habe, scheiße, ne? Und ich habe dann nie wieder Lemon gekauft und bei dem war es wirklich so, ich habe das aufgemacht und ich denke mal, die meisten von euch kennen die Ahoi Brause. Wenn ihr die Packung von Ahoi Brause aufmacht und macht die Packung Zitrone auf,
Das ist genau der Geruch. Ich habe das so gefeiert, ich fand das so genial, weil es halt nicht so penetrant nach Klostein, auch ein dezenter Duft, aber es erinnert mich brutal, also mich persönlich, an Ahoi Brause Lemon. Also richtig genial, wie gesagt, die habe ich zugeschickt bekommen, werden natürlich auch in Einsatz kommen. Gefällt mir jede Duftrichtung von. So, dann haben wir einmal, beziehungsweise zweimal zwei Primer. So. Einmal den Acid Primer, der ist säurehaltig. Und einmal den normalen Primer, der ist ohne Säurezusätze. Die waren mit dabei. Werde ich natürlich beide testen. Ich werde es dann wahrscheinlich so machen. Auf die eine Hand werde ich den säurefreien machen. Auf der anderen Seite werde ich dann mit Säurezusatz machen, um natürlich auch zu gewährleisten, dass. Ja, um zu gucken, wie die Haltbarkeit ist, ob das einen großen Unterschied macht. Dann haben wir dabei gehabt zwei Stampinglöcke, einmal schwarz-weiß, ist so Standard, 11 Milliliter. Auch richtig schöne Flasche. Ich finde dies mit dem goldenen Schriftzug, finde ich richtig schön. Macht schon was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann waren dabei noch ein Gel Polish, ein Quick Finish. Der härtet ohne Schwitzschicht aus und ist ein klarer Versiegler. Brauche ich ja nichts großartig zu sagen. Ihr seht, ein klarer Versiegler. Und in der Flasche sind 10 Milliliter drin. So, das wäre der hier. Und dann haben wir noch eine Farbe und zwar Laura Letta, die 101. Aber die trage ich nachher mit euch zusammen auf. Ich würde sagen, wir fangen dann mal an und zwar mit der. Mit was fangen wir denn an? Dark Light, okay. Also, wir fangen natürlich erstmal an. Ich habe hier jeweils 15 Milliliter Tiegel bekommen und zwar fangen wir jetzt an mit dem Einphasengel Classic Line Clear. Ich habe die schon ausprobiert oder auf einem Nagel aushärten lassen. Ich habe hier LED und UV. Härtet unter beiden aus. Unter LED würde ich euch empfehlen, 60 Sekunden aushärten zu lassen, unter UV 2 Minuten. Wie gesagt, ich habe einen Probenagel mal gemacht und ja, das ist dabei rausgekommen. Was ich ganz toll finde bei dem Packaging: Erstens, ihr habt hier unten wirklich stehen, was es ist. Und was ich ganz toll finde, ist diese Lasche, dass ihr das Ganze einfach schön aufmachen könnt, ohne großartig Sauerei zu haben. Ihr seht, es ist wirklich ein klares Gel und es ist sehr standfest, mittel- bis dickviskosig, würde ich fast sagen. Also ihr seht, es läuft euch nicht davon. Finde ich auf jeden Fall super. Bin ich gespannt, das auszuprobieren. Wie gesagt, den Link zum Shop verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich muss euch ehrlich sagen, also von den Preisen her sind sie wirklich unschlagbar. Dann haben wir auch noch ein Einphasengel. Das könnt ihr auch als Aufbaugel verwenden. Und zwar das Classic Line Cover, auch in 15 Milliliter. Auch hier wieder das gleiche. Schön verpackt. Und natürlich auch wieder diese Lasche. Das finde ich extrem gut. Und ihr seht, ein richtig schöner Coverton. Ein bisschen in dieser Peach-Richtung, Pink-Richtung, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag es nicht, wenn sie so einen Braunstich oder Orangestich drin haben. Deswegen hole ich das ja nochmal näher ran. Ich hoffe, es fokussiert dann auch gleich. Na, will heute nicht so. So. Also, wie ihr seht, ein richtig schöner Ton. Und auch hier, ihr seht, sehr, sehr standfest. Beziehungsweise mittel- bis dickviskos. So, das war jetzt wie gesagt das Cover. Ein Phasengel. Und dann habe ich hier fünf Covergele, die es auch als Set in dem Shop zu kaufen geht. Ich kann euch den Preis jetzt nicht auswendig sagen, aber definitiv unschlagbar. Wie gesagt, die gibt es auch als Set zu kaufen, die gibt es aber auch einzeln zu kaufen. Ich zeige sie euch jetzt natürlich einzeln.
Und ich würde sagen, bevor wir, das habe ich nämlich jetzt vergessen, das Clear, wo ist es, das Cover? Bevor wir jetzt natürlich weitermachen, tragen wir natürlich das erste Cover schon mal zusammen auf, lassen das nebenher aushärten, während ich quasi euch die anderen Gele zeige. Jetzt muss ich erstmal einen Pinsel suchen. Na. Also, wie gesagt, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Das werden wir jetzt natürlich auch auftragen, um zu gucken, wie die Deckkraft ist und natürlich um zu gucken, wie farbecht die Farben sind. Also, und wie sie sich natürlich verteilen lassen. Zieht sich auch selber glatt, so wie ich das gerade sehe. Und jetzt tragen wir das Ganze mal dünn auf. Wirklich sehr, ich trage es jetzt wirklich sehr dünn auf. Weil ihr wisst selber, so als Covergel brauchen wir das eigentlich nicht dick auftragen. Obwohl, ja, wir tragen es ein bisschen dicker auf. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen dünnen Pinsel hier. Gerade. Dass man sich mal so ein Bild davon machen kann, wie nachher die Farbe auch auf den Nagel rüberkommen würde. So, das ist jetzt relativ dünn aufgetragen. Ich lasse das Ganze jetzt, wie gesagt, unter der LED geschwind anhärten. Wie gesagt, das ist jetzt das Einphasen-Covergel. Das könnt ihr auch zum Aufbau benutzen, ist auch gar kein Problem. So, dann machen wir weiter. Erstmal mit dem Pinsel reinigen. Weil wir dann gleich das nächste Gel auftragen wollen. Und zwar ist das das Einphasengel. Na komm, Fokus hier. Einphasengel Classic Line Cover Light. Auch hier wieder dasselbe. Dieser schöne Deckel. Und ihr seht auch hier ein richtig schöner Coverton. Ich hole euch den mal näher ran. Wenn die Kamera so machen würde, wie ich das wollen würde, wäre es perfekt. So, ihr seht, ein richtig schöner, am besten nicht bewegen. So, wie ihr seht, ein richtig schöner Coverton. Tragen wir natürlich auch wieder zusammen auf. Jetzt wieder den Pinsel her und trage das gleich nebendran auf. Auch hier wieder sehr standfest, zieht sich von alleine glatt, was ich natürlich immer sehr toll finde. Und dann haben wir hier das Cover Light, wo ich ganz ehrlich sage, ja doch, hat einen Pfirsich-Unterton. Also ihr seht, nochmal ganz, ganz anders. Wie das erste. Das erste ist ja das reine Covergel. Und das ist jetzt das Covergel Light. Wie gesagt, die gibt es als Set. Ich trage das jetzt mal einfach so grob auf, aber dass ihr einfach mal seht, auch die Unterschiede unter den ganzen Covergelen, um euch da einfach euren Farbton rauszusuchen, beziehungsweise der, der euch und eurem Hautton entspricht. So, das wäre jetzt der Cover Light. Ihr seht, ein richtig schöner Hautton, ein heller Ton. Also für jemanden, der sehr helle Nägel hat, finde ich das super. Aber ich finde, als Vollcover kommen die Farben auch nicht schlecht. Lass mal, wie gesagt, wieder in der LED aushärten. Das war jetzt das Cover Light. Wieder das Deckelchen drauf. Dann machen wir weiter. Natürlich nach Light kommt die Farbe Medium. Tragen wir natürlich auch als Vergleich wieder zusammen auf. So, und zwar das Covergel. Wo ist es? Medium, da ist es. Also, auch hier wieder ist ein Phasengel, Classic Line Medium.
Also das mit den. Das wäre das Covergel Medium. Auch eine richtig schöne Farbe. Tragen wir natürlich gleich nebendran wieder auf. Ihr seht, die sind wirklich sehr farbecht. Also da verändert sich nichts an der Farbe. Auch hier wieder mittel bis dickviskos, Honigeffekt und ein etwas dunklerer Ton. Das habe ich auch mal von der lieben Jule zugeschickt bekommen zum Probieren, bevor die Firma mir diese hat zukommen lassen. Und das habe ich sogar verwendet als Vollcover, beziehungsweise habe damit auch meinen Aufbau modelliert und muss euch ganz ehrlich sagen, eignet sich auch super dafür, weil es halt dieses Einphasengel ist. Also ihr könnt alle, glaube ich, auch zum Modellieren des Aufbaus beziehungsweise auch als Vollcover verwenden. Also auch eine richtig schöne Farbe, ihr seht es ja. So. Zieht sich von alleine glatt, hat diesen schönen Honigeffekt und das wäre jetzt quasi die Farbe Medium. Härten wir natürlich auch wieder aus. So, nach Medium kommt bekanntlich Dark, also ein dunkler Coverton. Wie gesagt, das war jetzt das Medium. Cover. Und zwar das Einphasengel Classic Line. Wenn du jetzt auch fokussieren würdest, so Classic Line Cover Medium. Nach Medium kommt natürlich bekanntlich Dark. Das tragen wir jetzt auch zusammen aus. Reinigen wir den Pinsel. Dann haben wir hier, wie gesagt, das Einphasengel Classic Line Cover Dark, auch von Laura Aletta. Bin ich auch sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht aufgemacht vorher, außer ein, zwei Stück. Ihr seht, es hat eher so einen Braunstich mit drin. Es ist sehr dunkel. Werden wir jetzt natürlich auch als Vergleich nebendran auftragen. Also ich finde das immer ganz toll, wenn verschiedene Covergele im Shop vorhanden sind. Weil ja, nicht jeder hat den gleichen Hauttyp. Es gibt hellere, es gibt dunklere. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr eine French habt und quasi das Covergel überhaupt nicht zu eurem Hautton passt. Das ist das Schlimmste, was euch eigentlich passieren kann. Deswegen finde ich das eigentlich ganz toll, dass, ja, dass hier eine wirklich schöne Auswahl ist mit dezenten Farbunterschieden in das Peachige, ins Braune. Also, dass es da verschiedene Varianten gibt. So, das wäre jetzt das Dark. Ihr seht, es hat mehr so einen Braunstich. Ich hoffe, die Kamera fängt das auch so ein. Und das härten wir jetzt natürlich auch wieder in der LED aus. Ich lasse es immer 60 Sekunden in der LED aushärten. Funktioniert ganz gut. Machen wir wieder das Deckelchen drauf. So, Deckelchen drauf. Und dann haben wir noch ein Classic Line und zwar einen Pinkton. Und dann haben wir noch ein Ultraweiß und dann noch die Farbe. Und dann wären wir eigentlich soweit durch, um einfach mal euch die Produkte zu zeigen. Ich selber werde sie jetzt, wie gesagt, noch testen. Natürlich auf ihre Haltbarkeit, ob sie für Verlängerung geeignet sind, ob sie sich pinschen lassen, etc. pp. Dann würde ich sagen, weil wir beim Cover sind, nimmer das. Einphasen Classic Line Pink Mask. Das habe ich vorher schon mal aufgehabt, weil mich das brutal interessiert hat. Pink Mask konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt auf dem Nagel genauso geil rauskommt, wie jetzt hier in dem Tiegel, dann wird das mein nächstes Lieblingsgel. Ihr seht, das ist so ein geiler, leichter Rosé-Pinkton.
Oh, die Kamera nervt mich heute schon, weil das ist ja unfassbar so. Na, fokussierst du oder nicht? Jetzt. Nein. Jetzt besser. Heilen, sag. Ihr seht, ein richtig schöner Pinkton. Die Kamera macht mich heute irre, also verzeiht mir das. Das stecke ich einfach nicht rein, wie gesagt, den Pinkton. Auch hier, oh, für einen Babyboomer kann ich mir das richtig gut vorstellen. So als Aufbau, oh, genial. Ich hoffe, es bleibt dann auch so pinkstichig und wird dann nicht weiß. Wie ihr seht, das hat so ein richtig, also für einen Babyboomer kann ich mir das richtig geil vorstellen. Wie gesagt, ihr kriegt die Gele, die ich euch jetzt auftrage, habt die 5, kriegt ihr als Set oder aber ihr könnt die auch einzeln bestellen. Und ich muss euch sagen, also der Pinkton gefällt mir schön milchig, milchig pink, ihr seht selber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie farbecht das ist, ob es weiß wird oder ob es diesen Pinkstich behält. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil manchmal hat man es ja wirklich bei diesem milchig pink, dass es dann halt eher so in diesen Weißrichtung geht und dieser Pinkstich irgendwo verloren geht. Ihr seht, ihr habt einen richtig schönen Pinkstich. Ich hoffe, ja, die Kamera fängt das auch ein. Wie gesagt, ein richtig schöner Pinkstich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie farbecht das Ganze ist, wenn ich das aushärte. Also vom Auftragen her, von der Farbe her, gefällt es mir sehr gut. Bin jetzt natürlich sehr gespannt, wie sich das Ganze auch auf dem Nagel verhält. Wie gesagt, das ist das Einphasengel Classic Line Pink Mask. Bin ich sehr gespannt drauf. So, jetzt haben wir noch zwei Dinge. Und zwar haben wir jetzt noch mal ein Ultraweiß Perfect Line Gel, also für French, und ein Farbgel. Wie gesagt, hier haben wir jetzt das Perfect Line Ultra Weiß. Würde ich jetzt eher als French Gel verwenden oder auch je nachdem. So, ihr seht, da hat sich die Farbe ein bisschen abgesetzt. Ist aber nicht schlimm. Das Ganze rühren wir einfach. Da muss der Mantel den tun. Das Ganze rühren wir einfach kurz auf. Ich nehme jetzt einfach das hier. Ich rühre das jetzt mal auf. Da haben sich die Farbpigmente haben sich da ein bisschen abgesetzt, ist aber überhaupt nicht schlimm. Was ich aber jetzt merke, das Ultraweiß ist leicht bläulich eingefärbt, also komplementär eingefärbt. Bin ich natürlich auf das Endergebnis gespannt. Ich rühre das jetzt mal schnell fertig. Weil sich die Farbe unten abgesetzt hat, was ich ein bisschen tut jetzt dem dem Gel jetzt keinen Abbruch, aber ihr seht, das hat so leicht ist leicht bläulich eingefärbt. Ich glaube, das müsste jetzt soweit passen. Ihr seht, das ist leicht komplementär eingefärbt, was mich leicht irritiert, weil das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Aber dann gucken wir mal, wie das Ganze natürlich auf dem Nagel aussieht, wie es auf dem Nagel performt. Ich nehme jetzt mal die Farbe auf und trage sie jetzt natürlich auf dem Nagel auf. Und das ist wirklich ein Ultraweiß, sehr, sehr, sehr deckend. Was ich natürlich klasse finde, dass sich jetzt die Farbe abgesetzt hat. Das passiert halt einfach mal, dass die Farbpigmente sich abgesetzt haben. Aber ihr könnt das schnell aufrühren. Aber ihr seht, ich streiche da wirklich sehr dünn drüber. Und ihr habt trotzdem jetzt schon ein deckendes Ergebnis. Sehr dünn, also damit lässt sich dünn arbeiten. Werde ich natürlich auch in dem Langzeittest testen. Aber ihr seht, vom Ding her wirklich ein strahlendes Weiß. Finde ich sehr gut. Und was mich irritiert hat, ihr seht es im Tiegel, kommt so leicht bläulich rüber. Und hier ist es wirklich strahlend weiß. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie farbecht das Ganze ist.
Aber dieses komplementäre Eingefärbte habe ich so bei Extremweiß noch nie gehabt. Ihr seht ja, es ist wirklich leicht bläulich eingefärbt. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten. Und zwar habe ich von Julia, das zeige ich euch jetzt aber auch gleich mit bei Laura Aletta, ein Gel Polish oder ja, eine Gelfarbe zugeschickt bekommen. Und zwar die Farbe, ich glaube 101 müsste es sein, so 101, das ist so ein Grauton, steht das irgendwo, UV-LED. Wie gesagt, ihr seht, ein schöner Grauton, tragen wir jetzt natürlich auch zusammen auf, um das natürlich dann auch gleich mitzutesten, wie das Ganze hier performt. Ups, jetzt habe ich an die Seite gemalt. Also ich trage es wirklich, ihr seht es, sehr dünn auf. Das ist so ein richtig schöner, im ersten Augenblick macht es so einen hellgrauen Eindruck auf dem Pinsel, seht ihr, und hier kommt es dann dunkelgrau rüber. Ah, die Kamera will heute auch nicht, die ist auch schon im Wochenende. So, und ihr seht aber, jetzt habe ich halt hier an der Seite ein bisschen drüber gemalt. Ihr seht aber ein deckendes Ergebnis, ihr seht da nichts durch. Jetzt habe ich hier aus Versehen ein bisschen daneben gemalt, ich hoffe ihr verzeiht mir. Und lasse das Ganze jetzt natürlich auch unter LED aushärten und hole es dann gleich dazu. Wie gesagt, das ist die Farbe 101 von den Easy Color. So, dann wären wir eigentlich mit dem Ganzen auch durch. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ihr seht, es sind verschiedene Covergele dabei gewesen. French-Gele. Dann wie gesagt, die Nagelöle. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen, die Nagelöle. Ich finde die so klasse. Also Hut ab. Vor allem das Lemon hat mich sehr überrascht. Ich werde das Ganze jetzt, wie gesagt, testen. Den Shop verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox und ja, schaut einfach mal rein. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe selber reingeschaut, um auch nochmal zu gucken, was gibt es da alles. Deswegen werdet ihr jetzt auch hier sehen, und zwar das Covergel müsste in einem normalen Sortiment sein und diese fünf hier, beziehungsweise die 5 Covergele gibt es als Set auch dort zu kaufen. Das ist das normale Covergel, das ist das Covergel Light, das ist das Covergel Medium, das ist das Dark, das ist das Pink. Wie heißt es jetzt? Gerade gucken, Medium, Dark, Pink Mask. Also wie gesagt, das ist das Pink Mask. Ihr seht, es hat von dem Pinkstich nichts verloren. Dann hier das French Weiß und hier diese Colorfarbe, dieses Graubraun, finde ich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal bei Laura Aletta bedanken, dass ich die Produkte testen darf. Wie gesagt, das ist jetzt die reine Vorstellung gewesen und natürlich die Fazitvideos etc. werden natürlich noch folgen. Link packe ich euch unten in die Infobox und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.